Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ich möchte es fast gar nicht Prognose nennen, es ist aber natürlich trotzdem eine Prognose. Es ist wieder ein bisschen, ja, diesmal ist es nicht schief gelaufen, diesmal habe ich es ja so einigermaßen probiert, irgendwie hinzubiegen. Ihr werdet es ja sehen, der Stil ist ein bisschen anders, diesmal keine herkömmliche Prognose, aber naja, schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem einigermaßen. Viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten. Los geht's mit Leipzig gegen Stuttgart. Stuttgart stand kurz davor, 3 Punkte zu holen gegen Hoffenheim, verlor dann aber doch wieder 2 davon in der letzten Minute. Nun zu Gast bei Leipzig am Freitagabend auch in der Außenseiterrolle. Und Leipzig machte es gut, ging auch durch André Silva mit 1:0 in Führung und brachte die Favoritenrolle hervor. Durchgang Nummer 2, RB Leipzig weiterhin die klar bessere Mannschaft und auch wieder Dani Olmo mit dabei, der herausragte beim 6:1 gegen den FC Schalke 04 während der englischen Woche. Auch hier trifft er, macht das 2:0, markiert damit den Endstand. Leipzig gewinnt mit 2:0. Werder Bremen hatte es mit Wolfsburg zu tun am Samstagnachmittag. Keine einfache Aufgabe und Wolfsburg ging auch mit 1:0 in Führung. 19. Spielminute. Jonas Wind mit dem Treffer. Bei den Wolfsburgern läuft es momentan richtig gut. Werder Bremen hat einen Anti-Lauf und dem liefen sie dann auch weiter hinterher. Zu viele defensive Schwächen zuvor, aber dann zumindest diese Möglichkeit für Marvin Ducksch, der relativ freistehend zum Abschluss kommt, aber an Kastel scheitert, der stark pariert. Durchgang Nummer 2, Werder Bremen versuchte es, wurde auch deutlich gefährlicher, nochmal Ducksch, aber auch das reichte nicht mehr. Werder Bremen unterliegt schon wieder, verliert gegen gute Wolfsburger 0:1. Der SC Freiburg läuft noch seiner Form aus der Hinrunde hinterher, beziehungsweise aus dem Jahr 2022. Hinrunde ging ja erst unter der Woche zu Ende. Wollte jetzt aber gegen den FC Augsburg seine gute Position verteidigen. Sie gingen durch Gregoritsch mit 1:0 in Führung. Aber der FC Augsburg schlug ja auch Gladbach unter der Woche mit 1:0. Ist also punktuell wahrscheinlich sogar besser drauf als der SC Freiburg und glich durch Udokai nach diesem Eckstoß auch aus. Mehr passierte nicht, es blieb beim 1:1. Hertha muss sich ordentlich schütteln nach dem 0:5 gegen Wolfsburg. Jetzt das Stadtderby, da kann man viel wieder gut machen, aber es kann auch vieles noch schlechter machen und es wurde erstmal schlechter. 0:1, 17. Minute, Kevin Behrens, der gegen Werder Bremen richtig gut aufspielte und auch hier das 0:1 per Kopf markieren konnte. Hertha fand nicht den Boden in dieser Partie, beziehungsweise sie fanden ihn, als sie dann auf ihm aufschlugen, auf dem Boden der Tatsachen, denn vor der Pause sogar noch das 0:2. Union Berlin macht es gut, Gieselmann mit dem 2:0. Da unterstrichen sie die starke Leistung vom 2:1 gegen Werder Bremen unter der Woche. Behrens dann noch mit diesem Streich mit der Vorlage für Geraldo Becker, 3:0 der Endstand in diesem Derby. Die Hertha deutlich unterlegen, qualitativ eben zu wenig dagegen zu halten. So ist es wieder klar am Ende. Union gewinnt mit 3:0. Nach der Spätniederlage gegen Dortmund war Mainz jetzt gegen Bochum zum Siegen verdammt, aber auch die Bochumer, sie wollten wieder Punkte holen. Sie hielten ja gegen Leverkusen gut mit bei der 2:0-Niederlage. Am Ende gingen sie aber mit leeren Händen nach Hause. Auch hier hatten sie Chancen, die sie aber erstmal noch nicht nutzen konnten. Halbe Stunde gespielt, dann diese Möglichkeit. Mainz 05 aber konnte ebenfalls noch nicht erfolgreich werden im ersten Durchgang. Hier Ingwertsen gegen Riemann. Die entscheidende Situation kam dann nach einer knappen Stunde. Karim Onisivo läuft alleine auf Riemann zu. Wird zwar verfolgt, aber spielt sein Tempo aus und dann mit guter Schusstechnik legt er ihn ins lange Eck, nicht zu halten. Mainz gewinnt knapp, aber nicht unverdient mit 1:0 gegen Bochum. Hoffenheim holte sich spät noch einen Punkt gegen Stuttgart, war jetzt gegen Gladbach
gefordert. Auch die Fohlen-Elf ist momentan alles andere als gut drauf. Da stehen zwei Niederlagen zum Auftakt ins Spieljahr 2023. Aber Gladbach, die bessere Mannschaft, hatte die Möglichkeiten im ersten wie auch im zweiten Durchgang. Alassane Player hier, aber wiederum nur zweiter Sieger gegen Oliver Baumann. Der Schlussmann, der Sinsheimer, der Beste auf dem Feld. Und wenig später gab es aber die Möglichkeit, doch noch die späte Führung zu erzielen für Gladbach. Aber auch das wurde nichts. Baumann, der Mann des Spiels, sichert Hoffenheim zumindest einen Punkt, mit dem aber am Ende beide Mannschaften nicht so wirklich leben können. Das Topspiel am Samstagabend zwischen Bayern und Frankfurt war, ja, Abtasten auf hohem Niveau. So viel ging nicht, aber man mag Frankfurt hier durchaus ein bisschen die Englischwoche angemerkt zu haben. Das war bei Bayern nicht so. Die wirkten etwas frischer, auch wenn die beiden Spiele zuletzt jeweils 1:1 nur endeten. So gingen sie in Führung nach 70 Minuten knapp und konnten in der 90. Minute durch Thomas Müller auch noch das 2:0 und die Entscheidung erzielen. Ja, Frankfurt hielt gut mit, aber konnte nach vorne nur selten gefährlich werden und hinten waren sie dann zu anfällig. Bayern gewinnt das Topspiel mit 2:0. Schalke will es jetzt in der Rückrunde besser machen und sie machten es auch erstmal besser. Gegen den 1. FC Köln gingen sie mit 1:0 in Führung. Simon Terodde, der wieder in der Startelf stand, freimachte es eigentlich nicht so schlecht bei der Niederlage gegen Leipzig, aber Terodde hatte hier scheinbar zu Recht den Vorzug erhalten, bringt eben Königsblau in Führung. Der 1. FC Köln brauchte lange, um hineinzufinden in der 35. Minute, aber glichen sie dann trotzdem aus durch den gut aufgelegten Steffen Tigges. Lässt Schwolo aus kurzer Distanz keine Abwehrchance. Schalke hinten einfach deutlich zu anfällig. Durchgang Nummer 2 weiterhin ausgeglichen. Schalke hatte die beste Möglichkeit, Marius Bülter aus der Drehung, aber zu hoch angesetzt dieser Schuss. Deswegen nicht das erlösende Führungs- oder Siegtor. Diese Partie endet unentschieden 1:1. Ein weiteres Topspiel zum Abschluss des 18. Spieltags, Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Das hatte von Anfang an durchaus Zug nach vorne zu bieten. Adam Loschek mit diesem Distanzkracher, der hätte wunderbar im Winkel gepasst, aber Kobel kann halten. Leverkusen die bessere Mannschaft zu Beginn. Nochmal Loschek, nach gerade mal 18 Minuten hätte der ein, zwei Tore schon machen müssen, schaffte es aber nicht. Dortmund zu dem Zeitpunkt mit dem 0:0 gut bedient, nachdem sie ja kurz vor Schluss gegen Mainz noch den Siegtreffer erzielen konnten, der auch nicht unbedingt verdient war. Aber da fragt ja am Ende keiner nach und so wären sie auch hier sicherlich gerne mit 1:0 in Führung gegangen. Adeyemi mit diesem Abschluss, auch der hätte gesessen, aber Radetzky ist da und kratzt ihn gerade noch so aus dem Eck kurz vor Schluss. Die letzte Möglichkeit gehörte Leverkusen. Loschek, der wohl auffälligste Leverkusener. Etwas glücklos am Ende, machte aber trotzdem ein gutes Spiel. Dieses Duell zwischen Leverkusen und Dortmund hatte keine Tore zu bieten. Es bleibt beim 0:0. Jo, das war's mit der etwas anderen Prognose. Ich hoffe, es war trotzdem ganz in Ordnung für euch. Habt eine schöne Woche oder habt erstmal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.